Busfahrer, ich hab hier Probleme, das geht nicht, das ist kaputt. Kaputt. Können Sie mal kommen? Ja, ich komme. Moment. Einen Augenblick bitte. Dauert einen Moment. Busfahrer, wo ist denn Ihre Maske? Oh, ich komme. Kein Problem. Bin gleich bei Ihnen. Ja, ich hab Maske. Sie müssen auch Maske tragen, wenn Sie hierher kommen. Das geht nicht. Zurück. Maske holen. Hä? Wo liegt denn das Problem? Das ist besser, Herr Busfahrer. Geht nicht kaputt. Stopp. Ja, auch das sollte beachtet werden, dass wir Fahrer und Fahrerinnen, wenn wir in den Fahrgastraum gehen, weil wir predigen ja euch Fahrgäste ja auch, dass ihr eine Maske tragen sollt, dann sollten auch wir eine Maske tragen. Weil das macht ja alles sonst keinen Sinn, wenn wir euch ständig sagen, ja, Maske, 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 Maske bitte richtig, Maske über der Nase, Maske nicht über die Ohren, Maske nicht über der Stirn, Maske auf den Mund und Nase. Dann sollten auch wir Fahrer und Fahrerinnen dementsprechend, auch wenn wir den Fahrgastraum betreten, eine Maske aufsetzen. Ich lese immer wieder Kommentare, dass das leider nicht gemacht wird von den Fahrern. Wie soll man denn damit umgehen? Was kann ich den Fahrer darauf ansprechen? Ja, wo ist denn Ihre Maske? Ja, natürlich könnt ihr das tun. So wie wir euch ja ansprechen, dass ihr bitte eure Maske tragen solltet, so könnt ihr auch den Fahrer ansprechen und sagen, hey, bitte einmal Ihre Maske aufsetzen, weil Sie kommen ja gerade in den Fahrgastraum. Auch wenn er nur eine Minute dort braucht, trotzdem hat er auch für diese Minute die Maske zu tragen. Das ist auch so sogar vorgeschrieben in einer sogenannten Dienstvorschrift. Da heißt es ganz klar, sobald der Fahrer oder die Fahrerin den Fahrgastraum betritt, muss auch dieser die Maske aufsetzen. Tja, ich weiß nicht, warum manche Kollegen oder Kolleginnen das nicht tun, weil die denken, boah, ich bin jetzt vielleicht zweifach geimpft und nach mir die Sinnflut, aber predigen das vielleicht an euch und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Deswegen dürft ihr natürlich auch den Fahrer oder die Fahrerin darauf ansprechen, wenn ihr das seht, dass derjenige gerade ohne Maske im Innenraum ist, ihn darauf hinweisen, dass er doch bitte auch seine Maske vernünftig aufsetzen möge. In diesem Sinne war es wieder ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Herr Busfahrer. Sehen Sie? Ja, auch Sie müssen eine Maske tragen, wenn Sie hier in den Fahrgastraum reinkommen. So ist das, Herr Busfahrer, so ist das und nicht anders. Ganz klar.